Ich habe der künstlichen Haut, an der ich in den vergangenen Jahren gearbeitet habe, den Namen Gall gegeben. Sag mir, ob dich die Mücke sticht. Diese Haut ist gegen alle Arten von Insektenstichen resistent. Nach jahrelanger Forschung scheint der plastische Chirurg Dr. Robert Legard endlich am Ziel. Seit seine Frau bei einem Unfall verbrannte, arbeitet er besessen daran, eine künstliche Haut zu entwickeln, die ihr damals das Leben hätte retten können. Ich habe genetische Informationen aus einer Schweinezelle in eine menschliche Zelle transferiert. Eines Schweins? Diese Zelle ist viel stärker als unsere. Sind Sie irre? Was er tut, ist abscheulich. Er ist ein Monster, das nach faschistischer Perfektion strebt. Du hättest ihr nicht ihr Gesicht geben dürfen. Wäre ich hier gewesen, hätte ich dir gesagt, wie gefährlich das ist. Ein surreales Szenario, das eine eindeutige Handschrift trägt. Ausnahmeregisseur Pedro Almodóvar spannt die bunten und vertagten Handlungsfäden für Die Haut, in der ich wohne. Ein einzigartiger Psychothriller mit einer geheimnisvollen Fremden, Vera, die Legard als scheinbar hilfloses Versuchsobjekt dient. Vera hat einen unglaublichen Überlebenswillen und eine innere Stärke, die allem und jedem standhält. Wenn ich fertig bin, was machst du dann mit mir? Ich weiß noch nicht, ich überlege es mir noch. Wann denn? Lassen wir dieses Thema oder ich gehe. Wäre es nicht das Einfachste, endlich zu leben? Der Film handelt auch von einer sehr perfiden Art der Rache. Bitte hilf mir bei dem Reißverschluss. Pedro Almodóvar versteht es wie kein Zweiter, verschiedene Genres zu kombinieren und neue Filmwelten zu erschaffen. Sein neues Meisterwerk verbindet Elemente aus Tragödie, Komödie und Horror. Erstmals seit 20 Jahren stand Antonio Banderas wieder für ihn vor der Kamera. Er hat sein eigenes Universum. Almodóvars Filme sind ein Genre für sich. Ich gehöre dir. Ich bin für dich maßgeschneidert. Die Haut, in der ich wohne, ist ein eindringlicher, fesselnder und hochästhetischer Psychothriller, mit dem Spaniens enfant terrible Pedro Almodóvar sein Publikum immer wieder verblüfft und mitreißt, bis hin zum grandiosen Finale. Die Haut, in der ich wohne, ab 20. Oktober im Kino.